Aha. Ja, sehr, sehr guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Blumio. Und an alle friedlichen Leute möchte ich appellieren. Das ist mein Anti-Gewalt-Song. Es war einmal ein Junge und sein Name war Raphael. Er ist immer grimmig drauf, so wie Gargamel. Einer dieser Jungen, die im Bus immer hinten sitzen. Zudem ist er meistens schmutzig und stinkt ein bisschen. Aus seinem Handy dröhnt Sonnenbank-Flavor. Die Kinder schreien schon, da kommt der Schläger. Er ist schon wieder unterwegs mit seiner großen Clique. Sie klauen dir Handy, Portemonnaie und dein Schokoticket. Er macht, was er will, benimmt sich wie ein Alpha-Tier. Mann, er schmeißt sogar Plastikmüll zum Altpapier. Obwohl der Plastikmüllkorb direkt daneben steht. Er will halt immer als Rebell durch sein Leben gehen. 2 Meter Riese. Nein, er ist kein Phrasendrescher. Man könnte sagen, er ist sowas wie ein Nasenbrecher. Wenn du ihn sehen solltest, solltest du dich schnell verpissen. Denn ehe du dich versiehst, hast du schon eine Schelle sitzen. Hey Bruder, warum bist du denn so aggressiv? Häng doch auch mal ab mit paar netten Mathe-Freaks. Anti-Gewalt-Song, das ist mein Anti-Gewalt-Song. Hey Bruder, warum musst du immer zuhauen? Weg mit dem Totschläger, nimm lieber den Blumenstrauß. Anti-Gewalt-Song, das ist mein Anti-Gewalt-Song. Ist er so geworden, weil er schwierige Eltern hatte. Früher ging Raphael mit mir in dieselbe Klasse. Er war der eine dicke Junge mit der Schnupsnase. Ach, die Erinnerungen kommen hoch wie eine Luftblase. Die süße Tina ist auf mich abgefahren, bis Raphael kam und mich in den Schwitzkasten nahm. Und dann vor Tinas Augen meine Unterhose hochzog. Meine Schulzeit danach war ziemlich trostlos. Doch was jetzt geschieht, könnt ihr ruhig in die Zeitung schreiben. Heute werde ich Raphael endlich meine Meinung geigen. Kommt doch mit, damit ihr seht, dass ich nicht lüge. Da ist Raphael, der da gerade die Skater-Kids verprügelt. Ey Raphael, weißt du, dass Gewalt keine Lösung ist? Alter, du kennst mich doch, was soll denn jetzt der böse Blick? Komm mir nicht nah, ich bin Anti-Gewalt. Mann, Raphael, nimm sofort die Hand vor meinem Hals. Hey Bruder, warum bist du denn so aggressiv? Häng doch auch mal ab mit paar netten Mathe-Freaks. Anti-Gewalt-Song, das ist mein Anti-Gewalt-Song. Hey Bruder, warum musst du immer zuhauen? Weg mit dem Totschläger, nimm lieber den Blumenstrauß. Anti-Gewalt-Song, das ist mein Anti-Gewalt-Song. Nach 5 Minuten nimmt dieser verstandlose Hulk endlich seine riesengroße Hand vor meinem Hals. Ich hole Luft und nach dieser kurzen Schrecksekunde läute ich sie ein, Judgment Day, auf zur letzten Runde. Ich sag ihm, hey, es ist eigentlich verständlich, dass du dich so verhältst, weil du geistig beschränkt bist. Stopp, nicht schlagen, ist ja gar nicht bös gemeint. Ich finde halt nur, es wird langsam höchste Zeit, dass du dich ändern tust. Denn ich meine, wie gesagt, wer nun Böses tut, dem wird auch noch Böses widerfahren. Und er sagt, was, wo hast du den Scheiß denn aufgeschnappt? Zeig mir den Vogel und pack mich laut ausgelacht. Just im Moment hab ich kurz hinter ihn geguckt. Plötzlich springen circa 10 Berghuren aus dem Busch, die heute zufällig aus dem Zoo ausgebrochen waren. Ihre Genitalien sind groß und auch knochenhart. Und scheinbar halten sie Raphael für ein Weibchen, weswegen sie nacheinander brutal in ihn eindringen. Raphael schreit, aber mein Arschloch wird gefickt. Und ich denke mir, das ist wohl die Moral von der Geschichte. Hey Bruder, warum bist du denn so aggressiv? Häng doch auch mal ab mit paar netten Mathe-Freaks. Anti-Gewalt-Song, das ist mein Anti-Gewalt-Song. Hey Bruder, warum musst du immer zuhauen? Weg mit dem Totschläger, nimm lieber den Blumenstrauß. Anti-Gewalt-Song, das ist mein Anti-Gewalt-Song. Siehst du, Raphael, das hast du nicht davon. Komm, Raphael, wein nicht, ich wein, Raphael. Komm, steh auf, komm, ich muss dein Arschloch an. Guck, ach, wieder, danke, siehst du? Danke. Guck mal da, da fliegt das Aua. Ja. Siehst du, Raphael, siehst du, Gewalt lohnt sich einfach nicht, weil im Leben kommt alles auf dich zurück, weißt du? So viele schöne Sachen im Leben. Aber guck mal da hinten. Siehst du das Katzenbaby? Ja. Ist es nicht süß? Och, oh ja. Oh ja. Siehst du? Komm, Raphael, lach doch mal.